Gut, ich liege jetzt irgendwie unterm Bett, aber das soll ja auch kein Abding sein. Hä? Kein Zombie? Nix? Lol. Wirklich ein Tag. Ja. Pass auf, es kommen da 4 Millionen Creeper. Oh oh. Scheint nicht so. Ich würde sagen, man baut hier noch so eine Art Türe für diese Herberge. Ja, die Zombies brennen noch. Oh, ich mag diese Tage, wo man morgens aufwacht und die Zombies brennen. Und die Creeper sind auch schon wieder fleißig unterwegs. Da bringt nix. So, ich habe da mal so eine Türe hingebaut. So eine, die man aufmachen kann. Mhm. Ich hoffe, man kann es auch wieder schließen. Nein, das kann man nicht. Ah. Dazu musst du die Bonusversion von Minecraft kaufen. Die ist teurer. So, also mir ist egal, wir können jetzt woanders hinlatschen. Da. Wie finden wir das eigentlich jemals wieder? Ich habe da drei Lampen aufgehängt. Ja, ich hänge mal um die Bäume rum auch noch ein paar Lampen auf. Oder wir zünden sie einfach an. So. Hast du da jetzt was angezündet? Was hätte das für einen Sinn? Wo bist du jetzt eigentlich genau hingerannt? Ich stehe fast über dir. Dann sollte ich es anzünden. Dann bleib mal da. Ich komme gleich mal hoch. Warum musstest du dir so einen scheiß großen Baum aussuchen? Okay, das dauert mir glaube ich zu lange. Ich hatte eigentlich was Lustiges vor. Ja, ich wollte eigentlich alles unter dir abbauen, bis es kaputt geht, aber das dauert hier ein bisschen lang. Ist da schon wieder so eine Verzweigung? Verzweigung, astähnlicher Zustände. Naja, jetzt habe ich wieder genug Holz. Also meinetwegen können wir irgendwie was bauen, was weiterbauen, was ausgraben, was umbringen. Oder sollen wir unsere Schafen suchen? Unsere Farm besuchen. Oh, die sind weit weg, ne? Da können wir mal eine Runde Minecraft fahren. Fahren wir mal eine Runde Minecraft. Oder? Ja, ja. Außerdem ist da vorne ein Schaf. Hallo. Wo ging's genau zurück? Einmal über den ganzen Karwendelstein hier rum. Ach, da hinten, da ist er mit dem Scheiß. Kies, genau. Nehmen wir ein bisschen Kies mit. Schalali, schalala. Alles gut, mit der Schere kann man sich jetzt einfach durch jeden Urwald durchkämpfen.
Durch den Baum, oder was? Ja. Warum? Geht es schneller? Viel schneller. Ah, oh, stimmt. Das geht ja wirklich irgendwie abnormal schnell. Tschüss, Baumi. Also das hat sich wirklich irgendwie ein bisschen verändert. Ja, das hat sich wirklich ein bisschen verändert. Halt! Aber nimm mir mal irgendwie ein Gerät, mit dem man irgendwie nochmal so schnell irgendwas abbaut. Außer mit, was weiß ich, Diamantenfaust-Mod oder... Wow. Ich habe bemerkt, Erde geht nicht so schnell mit einer Schere. Was sind das denn für Fails? Wieso höre ich hier Quadratkilometer tief unter der Erde Wasser? Wieso höre ich da Quadratkilometer tief unter Wasser Zombies? Und wieso steht dieses Teil hier schwimmend im Wasser? Und wieso ist es schon 3? Was? Schon 3 Uhr? Scheiße. Wann haben wir denn angefangen, Thomas? Ja, ich weiß es nicht, aber ich habe mich auch gerade ein bisschen verlaufen. Cool. Was ist denn bei dir so in der Nähe? Eine Insel, ein paar Bäume und noch eine Insel. Du weißt ja, von der einen Insel, wo das ganze Kies ist, da geht's lang. Ja, ich glaube, wir hören mal langsam auf dem Let's Play, oder? Das ist ja auch schon gut spät, schön langsam. Ja, schon 3, da können wir gleich mit dem Flugsimulator weiter. Oder irgendwie sowas. Eieieiei. Ja. Ich verunstalte gerade hier die Gegend und baue da Gras ohne Ende ab. 1.7 hat's getrieben, ja. Ey. Leck, 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 leck. Also ich laufe noch schnell zurück zur Hütte. Ja. Findest du die Hütte? Schauen wir mal. Ey, damit kann man ja auch Gras abtragen. Ah, yes. Jetzt ist nur die Frage, ob ich den Weg zurückfinde, weil ich mich jetzt auch irgendwie verlaufen habe. Du bist richtig, wenn du ganz viel Kies siehst. Ja, da war ich schon vor einer halben Stunde. Ah, dann. Ist das jetzt da drüben die Insel? Hem, 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 hem. Ja, ich glaube schon. Tintenfische, damit kann man, glaube ich, irgendwas färben. Aua. Hä, nee, hier ist nicht der Eingang. Wo ist denn? Okay, Thomas, vorhin hast du dich verlaufen. Jetzt habe ich es, glaube ich, getan. Ich glaube, ich bin nur irgendwie falsch über eine Insel drüber gelaufen. Das ist hoffentlich nicht so. Ja, ich höre schon wieder Zombies. Ich habe mir eben Tintenfisch umgebracht. Hat er denn wenigstens was gedroppt? Ja. Cool. Ja, und sag mal, wie laufe ich denn hier lang? Ich höre schon wieder Zombies ohne Ende, Skelett und. Hm.
Mensch, du, warum gibt's denn kein Google? Also, es gibt schon, aber. Ich rendere das jetzt mal schnell eine Stunde lang und dann passt das. Nein! Ah, Glück. 15 Bilder. Ja. Sag mal, wo zum Teufel? Ich glaube, ich habe mich jetzt wirklich verlaufen. Na, ich höre Zombies, das ist sehr schön. Hast du dich auch verlaufen? Ich weiß es noch nicht so genau. Sag mal. Aber ich glaube. Ich bin zumindest irgendwie in der Nähe von unserem Haus. Das habe ich irgendwie auch schon 3-4 Mal geglaubt. Ja, ich sehe es. Gut. Ich nicht. Ja, einfach nur. Wow, nicht runterfallen. Ich habe gerade keine Ahnung, wo ich langgelatscht bin. Oder weswegen ich überhaupt woanders langgelatscht bin. Was ist das da? Das sieht so. Ah, nicht. Hey. Es wird langsam auch wieder dunkel, ne? Ich hab ne super Idee, du teleportierst mich gleich mal zu dir. Ich bin gerade bei der Zombie-Höhle, ich glaube, ich teleportiere dich gerade mal nicht her. Ich bin gerade irgendwo im Nirvana. Ja, ich bin auch noch im Nirvana, deswegen. Gut, dann können wir uns ja neue Betten bauen. Ich muss gerade noch 50 Meter schwimmen, dann bin ich bei meinem Haus. Achso, dann teleportiere mich dann mal zu dir. Kannst dich ja dabei im Boden eingraben oder so. Ah, gleich. Die Animation ist gerade fail. Sag mal, wo bin ich denn hier? Hä? Mond? Da drüben geht die Sonne auf? Ah ne, andersrum. Das sah jetzt gerade irgendwie falsch aus. Findest du den Weg noch, oder? Nein, ich tu mich mal zwei Boden. Alter. Ich tu mich mal zwei Sand tief. Ja. In den Boden verdrechseln und. Auf ins Bett mit dir. Ich gehe in mein Haus. Das Schöne. Mag seine Hütte, das habe ich bestimmt nicht drüber geschrieben. Bist du schon im Bett? Ja. Gut. Wo positioniere ich das Bett am besten? Warte mal, da oben ist Dings, aber darunter ist eine Wasserleitung. Das könnte mit Feng Shui. Boah. Oh, die Tür war offen und es kam kein Zombie rein. Das ist, So, was machen wir jetzt noch? Tschüss sagen vielleicht. Ja. Ich baue noch schnell einen See. Ach, da ist doch einer. Und da singen sogar zwei Seen. Wenn wir zu dritt sind, können wir sogar drei Seen. Noch mehr und weitere gelungenere Wortwitze gibt's nächstes Mal. Also dann sagen wir erstmal Tschüss, oder? Richtig. Um 3.07 Uhr. Ist ja eigentlich recht früh, kann man gleich Zeitung abholen. Naja, also bis später.